Das ist an sich geil, aber zu weit. Und pass auf. Jetzt halt. Ja, viel besser. So. So. Ah. Okay. So, jetzt sieht. Alter, ich finde, das sieht jetzt eigentlich ganz geil aus, das Haus. Es ist übelst lang geworden. Aber das gefällt mir. Jetzt mache ich hier einfach wieder vorne auch solche Treppen rein. Da ich finde, dass es dann ein bisschen runder aussieht. Ganz ehrlich, aber ich finde den Haus-Style echt geil. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr geil, also ob ihr es geil findet. Aber ich finde es echt geil. So, hier unten lasse ich das jetzt aber mal. So. Eine dicke Schneeschicht ist das hier. So kalt. Ja, was macht man denn hier so für den Boden rein? Also ich glaube, von außen passt eigentlich jetzt, oder? Ich finde schon. Ich finde, mein Traum hat sich erfüllt. Sieht geil aus. Finde ich. Okay, dann, dann. Was könnte man dann als Boden benutzen? Soll ich das dunkle Holz benutzen? Ich glaube, ich benutze das dunkle Holz. Dann nehmen wir jetzt eine, das Button-Teil. Antriebsschiene. 1.5-Version ist rausgekommen, aber von der Antriebsschiene wusste ich jetzt noch nichts. Und von das? Aktivierungsschiene. Aha. Ne, die Antriebsschiene ist doch die ganz normale Power Rail, gell? Ja, klar. Und das. Ach, keine Ahnung. So. Muss ich mir noch besch. Alter, da ist echt viel dazugekommen. Okay. Was ist das denn? Ein Dropper. Okay. Muss ich mir mal so ein Update-Review anschauen. Aber nicht jetzt. Denn jetzt nehme ich noch auf. So, ich glaube, das nächste Mal haue ich einfach in den Hintergrund ein bisschen Musik rein. Dann ist es ein bisschen stimmiger. Hört sich besser dann an. Ist nicht so langweilig. Finde ich jetzt. Ich nehme jetzt einfach mal Glas. Da wir. Ich weiß nicht, was findet ihr besser? Einfach so fette Glasblöcke? Oder die Glasscheiben an sich? Wir sind ja. Ich weiß nicht. Nehmen wir mal. Das ganz normale Glas. So. Ja, komm, behalt mal das, oder? Ich weiß nicht. Entscheide dir. oder wir nehmen so Gitterstäbe, aber ich glaube, das ist dann uncool. Ja, alte Zeit. Und da war es ja immer so luftig. Ah, ne, ich lasse das da. Okay, das hier oben lasse ich jetzt, da mache ich jetzt, glaube ich, keine Abgrenzung rein. Wie richtet man denn dieses Haus ein? Also, man könnte Rahmen hier. Okay. Was sieht geiler aus? Ich habe jetzt so viele Möglichkeiten. Ich brauche alle Half Steps, die es gibt. Alle. Wirklich alle. So. Den da.
Wir haben jetzt auch diese Quarz-Sachen. Haben wir da keine Ma Half-Steps? Doch. Mal sehen, wie das gleich mit dem neuen Teil aussieht. Ja, das kann man eigentlich raustun. Das an sich auch. Komm, nimm nur das da. Obwohl. Und ja, was habe ich vor? Das habe ich vor. Wo ist es denn? Wo ist der Amboss? Wo ist der Amboss? Amboss, da ist er. Ach, ich weiß, dass ich ihn irgendwo hier gesehen habe, aber übersehen. So. Ja. Jetzt können wir einfach mal rätseln. Sieht das geiler aus? Diese Halterung. Kommen wir jetzt einfach mal. Hier ist eine ganze Testreihe. Okay, dann hauen wir einfach mal das, 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 das. So. Was sieht geiler aus? Wartet, habe ich. Ja. Ich glaube, das sieht am geilsten aus, oder? An sich sieht das auch nicht schlecht aus. Komm, ich mach's so. Mit dem Amboss. Alle Fackeln weg. Okay. Hängen wir wieder hier hin. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt geiler fandet. Mir tut's echt leid. Ich weiß echt nicht gerade, was ich so reden soll. Ich bin hier echt angespannt. Ja, nicht angespannt, aber sehr konzentriert. Dass ich dann ja auch das Richtige baue. Ach so, ja, was ich euch auch noch zeigen könnte, wäre das da. Also, was ich auch eigentlich am so ziemlich geilsten finde. Das könnte man noch nehmen. Ich glaube, das sieht noch besser aus. Also, nee, ich finde das jetzt, oder? Was passt denn besser in ein Haus rein? Ich finde, das passt mehr zu so Tempeln oder so, oder? Ich weiß nicht, ich lasse es jetzt einfach mal. Ich finde, das sieht aber einfach zu monströs aus, oder? Kann das sein? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann ändere ich das nämlich dann wieder. Aber jetzt lasse ich es einfach mal auf Amboss. So. Ja. Schön. Genau, was könnte ich denn jetzt noch machen? Das Haus ist an sich extrem klein, also weiß ich nicht, wie ich es einrichten soll. An sich sieht das kacke aus, komm. Oh. Oh. Ne, das war nicht geplant. Komm, wir machen das hier hin. Und das machen wir ebenfalls dahin. Machen wir hier eine, hier eine, hier eine, hier eine. Hauen hier einmal den Amboss rein. So, nein. Ah, wartet mal. Wie sieht das aus, wenn das umgedreht ist? Nein, das sieht scheiße aus. Okay. Das sieht natürlich sehr natürlich scheiße aus. So, okay. Oh, komm.
Hör auf. Hör auf. So, okay, dann machen wir hier. Da und da. So. So. Okay. Da haben wir das etwas besser gemacht, finde ich. Machen wir jetzt schnell so eine kleine Küche rein. Da mache ich immer. Nehmen wir jetzt einfach ganz kurz den. Den da, oder wartet mal. Das könnte jetzt. Nein, komm, lassen wir das. Dann können wir jetzt ganz schnell. Wo sind die anderen Sachen? Hier. Das kommt weg. Das tun wir rein. Das auch. Ah, da waren die. Okay. Werd nicht übersieht gerade. Nein, das müsste hier sein. Ja. Tun wir einfach hier sowas hin. Hier. Ich dachte, ich hab den Ofen rein. So. Okay. Sieht das aus? Das Kacke aus? Egal. Jetzt brauche ich einfach nur ein Water Bucket. Füll den mal hier rein. Dann können wir schnell. Jetzt aber mal kurz den Schmarrn. Und den Schmarrn. Und ja, wie mache ich das Ganze jetzt? Am besten ja überm Ofen. Mache ich geschwind einfach das hier. Ja. Ist jetzt an sich nicht das Geilste, aber es ist nicht schlecht. Ja, jetzt weiß ich noch nicht. Aha, perfekt. So. Das machen wir noch einen höher. Okay, und dann mache ich einfach. Wo war das? Hier. Mehr so Spinnennetze. In welche Richtung soll es wehen? In die da hinten. Dann lassen wir es da auch hinwehen. So, das reicht. Okay. Ist Nacht, mach nur Tag. So sieht das aus. Okay, jetzt bin ich eigentlich sowieso eigentlich so gut, ja, so gut wie fertig, oder? Machen wir kurz Treppen. Wollen wir Treppen? Treppen hier. Ein Schild habe ich natürlich jetzt wieder nicht. Hier, ein Rahmen, sorry. Puh. Ja. Dann mache ich einfach hier sowas hin. So. Und dann mache ich. Ich einfach hier, hier und könnt mir irgendwie sowas. Ah, nimm mir einfach das da. Alter. So. Das da. Und. Nee, komm. Oder. Oh Mann! So. Nehmen wir das mal dahin. Und dann nehme ich jetzt einfach dunkles Holz.
Okay, jetzt muss ich es nur noch in die richtige Form bringen. Willst du mich eigentlich verarschen? So. Da machen wir jetzt einfach hier sowas. Hier sowas. Und da machen wir. Wo sind denn unsere Blumentöpfe? Blumentöpfe hier. So. Ich finde, das sieht ganz geil aus als Trinkglas, also benutze ich das immer als Trinkglas. Ein Bett. Wo machen wir ein Bett hin? Gehen wir in eine zweite Schicht rein. Hier, oder? Ja. So. Okay. Okay. Nein, nee, das geht ja gar nicht. Fuck. Scheiße. Mama, was machen wir da jetzt? Ja, wenn wir nicht nach oben kommen, dann können wir nicht nach oben. Okay, ja, egal. Dann tun jetzt einfach schnell, dass es wenigstens wohnlich aussieht, weil ich bin ja gut in der Zeit eigentlich. Sollte nur jetzt eigentlich fertig sein. Sollte an sich passen. Ist zwar extrem eng hier, aber naja, ein bisschen spartanisch eingerichtet, aber wen kümmert's? Dann könnte ich an sich nochmal Birkenholz nehmen und könnte das hier so an die Wand schichten. So als Feuerholz, wisst ihr, sollte es so aussehen. Ja, lass mal es da so liegen. Oder wenn man das. Ja, so, lassen wir das. Okay, das war's von dem ersten Let's Build auf diesem Kanal. Wenn ihr wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr wissen wollt, was dieses Projekt noch alles birgt, dann schaut bei mir auf dem Kanal vorbei. Am Donnerstag mehrere Let's Builds, Let's Shows und Speed Builds findet ihr ebenfalls auf meinem Kanal. Sind zwar noch nicht da über dieses Projekt, aber kommen noch auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder am Sonntag. Wieder am Bild am Sonntag und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt gefallen. Das nächste Mal mache ich Musik einfach im Hintergrund, dass es nicht so langweilig ist und ich suche mir Themen raus. Wenn ihr etwas Bestimmtes wissen wollt, könnt ihr diese Themen natürlich auch gerne unten in die Beschreibung reintun. Ja, das war's jetzt von mir. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.